Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Staffel von Transport Fever 2 hier auf dem Kanal von Blankenburg. Wir haben in dieser Staffel wieder einiges vor. Es geht weiter darum, die restlichen Städte vollends anzubinden. Wir sind ja jetzt mittlerweile im Jahr 1970 und wir haben hier einiges geschafft. Ja, wir haben hier auch schon relativ große Städte. Ich möchte gerne hier die Warenversorgung komplettieren, vor allen Dingen. Ich denke, das ist ganz attraktiv. Ich sehe gerade, wir haben hier diese... Ah ja, genau, und die Wände hier hinten. Das sollten wir eventuell uns auch noch überlegen, ob wir hier einen, vielleicht einen schöneren Trambahnhof aufbauen sollten. Ja, aber liebe Leute, lasst uns anfangen. Ich blende mal die Benutzerelemente ein. Und... Ja, dann hätte ich vorgeschlagen, dass wir mal damit beginnen, dass wir von hier aus eine Straßenverbindung in die Stadt bauen und hier die Waren loswerden. Alternativ könnten wir natürlich hier im Hinblick auf das Stahlwerk da oben hier auch einen Güterbahnhof etablieren. Ich möchte mir dazu mal eben den Layer ansehen. Wir sehen nämlich hier, wo die Waren benötigt werden. Und ich sehe gerade, oh, da habe ich einen Denkfehler gehabt. Leute, weil die Werkzeuge, ich dachte, dass wir die hierher liefern können. Wir müssen die aber nach da oben liefern. Das macht die Sache natürlich schwieriger. Wobei, hatte ich dann nicht sogar am Ende der Staffel noch den Zug eingeweiht? Ja, das haben wir alles schon erledigt, Leute. Das macht die Sache natürlich viel einfacher. Okay. Nun gut, dann steht allerdings die Frage, wie wir die Kohle von entweder hier oder hier und auch das Eisenerz von entweder da oder da nach da drüben bekommen. Wir haben ja weder hier noch da einen Güterbahnhof. Was man jetzt machen könnte, wäre, hier drüben mit dem Zug ranzukommen, ist tendenziell ein wenig schwierig. Aber, ja, die beiden, da liegt ja hier diese Bergtrasse. Und, ganz wichtig, mein Chat weist mich gerade darauf hin, dass wir ein Zugproblem schon wieder haben. Falls ihr euch fragt, was es mit diesem Chat auf sich hat. Diese Folge wird wie so oft live aufgezeichnet. Und ihr könnt euch natürlich beteiligen. Folgt mir dazu einfach auf Twitch oder abonniert meinen Kanal auf YouTube. Ihr erhaltet dann immer eine Benachrichtigung, wenn es wieder soweit ist. Und in dieser Situation auch mal einen Gruß an die lieben Zuschauer bei YouTube. Wir sind momentan hauptsächlich auf Twitch vertreten. Wenn ihr rüberkommen wollt, dürft ihr gerne dazukommen. So, jetzt springen wir hier zu dieser Zugproblematik. Ah, ja. Haha. Und das war nämlich genau dieses Problem, was wir zum letzten Mal uns noch angesehen hatten. Der Bahnhof ist hier nämlich leider zu kurz. Oder der Zug zu lang. Man kann es drehen, wie man möchte. Ich würde jetzt... um das Ganze zu befrieden. Tja, und hier kriege ich jetzt wieder die Plattform. Ich verstehe nicht, warum ich diese Güterplattform jetzt nicht mehr in dieser Optik hier bekomme. Nun gut, ich erweitere das mal hier mit einer regulären Güterplattform. Und ich glaube, ich kann da sogar... Nee. Ich dachte eigentlich, dass das noch ging. Seltsam. War das bei Plattformen? Nein. Gut, aber wie auch immer, wir müssen hier auf jeden Fall diese... Ich glaube, das sind die mit Mittelbahnsteig. Genau, die hier. Und zwar nicht die, die ÖBB, sondern diese hier. Ja, exakt. So, sehr schön. Jetzt kann ich diese Lok nochmal wenden lassen. Die wird jetzt hier ein Stück zurücksetzen. Und ja, dann geht es, glaube ich,
wieder. Der wird sich jetzt wahrscheinlich sogar nochmal beladen. Ne, der ist schon voll. Aber jetzt kann der auf jeden Fall hier über das Kreuz drüber fahren und die Problematik sollte sich beheben hier. Sehr gut. Der Warnbalken ist hier verschwunden. So, wir gucken mal. Könnten wir denn hier die Stadt Krag und die Stadt Steffeln mit Treibstoff versorgen? Wir haben ja hier unten das Rohöl und wir haben hier auch Treibstoff gelagert. Wo kommt der denn her? Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Ölrunde, warum laden die denn hier Treibstoff ab? Das ist irgendwie undurchsichtig. Der kommt doch von hier oben. Also was wir natürlich machen könnten, da müssen wir auch gar nicht allzu viel investieren. Wir könnten hier oben einen Zug wieder zurückfahren lassen, der dann hier Treibstoff verteilt. Das wäre definitiv möglich. Ich würde fast mal sagen, wir probieren das aus. Wir haben hier oben aber, glaube ich, diese Breitspur, oder? Da kriegen wir ja keine Lokomotiven mehr. Aber das ist unproblematisch, weil wir haben hier diese Multisystemgleise damals verbaut. Das heißt, wir können hier auf jeden Fall mit der anderen Lokomotive hier die Gleise befahren. Ja. Gut. Also, doch, Planänderung. Wir erweitern den Öltransport. Und das Ding hier, das ist, glaube ich, mittlerweile uralt. Da steigen aber auch interessanterweise die Betriebskosten nicht mehr. Der fährt aber, glaube ich, auch... Na doch, der fährt 73. Der ist eigentlich so schlecht gar nicht unterwegs. Naja, was machen wir hier raus? Das ist irgendwie hier alles sehr abenteuerlich gestaltet, sehe ich. Das ist ja die Zufahrt hier zum Bahnhof. Und das hier ist dieses Gütergleis. Naja, eigentlich reicht mir hier ein Zug, der hier runter pendeln würde. Ah, okay. Ich glaube, liebe Leute, es ist Zeit, uns hier endgültig von diesem Breitspursystem zu verabschieden. So schade das Ganze ist. Aber... Naja gut, wir kriegen ja auch keine Lokomotiven mehr dafür, meine ich jedenfalls. Nein. Da ist definitiv nichts mehr mit Breitspur. Tja, dann heißt es wohl hier große Umbauaktion. Lasst uns anfangen. Und ich würde das jetzt tatsächlich nur bis hier oben zweispurig führen. Ah, nochmal einen Blick auf diese wunderbare Lokomotive hier. Also dieses Breitspursystem, das war schon was Feines. Aber hier mit 40 Einheiten, das ist mittlerweile leider nicht mehr zeitgemäß. So, dann müssen wir einmal diesen Bahnhof hier erweitern. Würde dazu, ja, ich muss den, glaube ich, noch ein Stück fahren lassen. Den müssen wir auf jeden Fall verlängern. So, Plattform. Jedes Mal klicke ich falsch. So. Ich mache den mal, ja, ich würde sagen, so lang. So. Und
Ja, das machen wir jetzt aber auf jeden Fall nochmal mit diesem gemischten Gleis fertig. Aber die Gegenstrecke, die würde ich jetzt hier ohne Elektrifizierung allerdings. Ja, genau. Würde ich hier nebendran setzen. So, wir können ja zum Glück diese Gleise noch bauen. Also was das angeht, auf jeden Fall kein Problem. Ich muss die hier nur irgendwo finden, oder geht das hier nicht mehr? Doch hier. Boah. Ich lasse den noch mal ein Stück vor. Würde ich das hier zumindest noch mal in Breitspur komplettieren. Und das Gegengleis, jetzt habe ich das sogar hier mit Oberleitungsmasten gemacht. Das wollte ich eigentlich nicht. Naja, gut. Ich kann die ja, glaube ich, rausnehmen. Ja. Jetzt sind die wieder weg. Sehr schön. So. Wir nehmen unsere normalen Standardgleise und ich würde sagen, wie schnell können wir denn hier in dem Bogen fahren? Das hier wieder ausblenden. Ja, und wir kommen hier ohnehin nur mit 90 herum. Ja, aber 90 würde ich fast belassen. Und hier hinten geht es dann mit 100 weiter. Wie schnell könnten wir denn hier theoretisch 120 sogar? Na, dann lasst mich doch hier sogar die regulären Vanillagleise nehmen. Hier hinten mit 90 und hier dann mit 120 weiter im Bogen. So, und ab hier wird es jetzt interessant. Diesen Abschnitt müssen wir nämlich jetzt komplett neu machen. So, ich glaube, das passt erstmal. Ne. Ich will nämlich eigentlich dieses hier wieder durchverlängern. Hier brauchen wir jetzt allerdings wieder unser Breitspurgleis. Wo finde ich es denn? Dazu muss ich erstmal hier wieder ausblenden. Na. Das hier ist ja nur. Das wollen wir nicht. Ich will dieses Mixed haben, genau. So. Sehr schön. Jetzt einmal das normale 120er. Ja. Und jetzt wieder dieses Mixed. Ach, und die konnten wir jetzt wieder nicht überkreuzen. Liebe Leute, wir geben die Breitspur vollends auf. Wir haben ja das Glück, dass zumindest die Züge erstmal weiterfahren können. Die bleiben jetzt hier quasi nicht stehen. Aber ja, wir haben ja ohnehin gesagt, dass das Ganze nicht mehr zukunftsfähig sein wird. Von dem her würde ich hier jetzt mal das komplette Vorfeld neu gestalten. So, das hier sind diese Durchfahrtsgleise, die hatten wir bis dato noch gar nicht beide bedient. Ja. Ne, passt auf, dann mache ich das bis hier zum Bogeneingang nochmal neu. So. Dann sieht das nämlich auch schön gerade aus. So, wir ziehen das hier gerade vor. Und ab hier
Na, ich finde es fast noch ein bisschen weiter gerade schön. Vielleicht sollte ich hier den Bogen tatsächlich auch noch mal ein bisschen wegnehmen. Na. Was hatten wir denn gemacht, dass das hier... Da müssen wir jetzt ein bisschen basteln, sonst sieht das hier komisch aus. So, das noch mal weg. Das kriegen wir doch hin. So, das hier wieder eben. So sogar. Ja. Jetzt wieder weg. Und jetzt ist nämlich hier dieser komische... Jetzt ist der Glitch hier oben. Das gibt's doch nicht. Na gut, das kriegen wir auch noch hin. So. Jetzt sieht das zumindest mal hier vorne einigermaßen ordentlich. Naja. Also irgendwie sieht das immer noch sehr komisch aus. Leute, ich mache das jetzt nochmal großflächig komplett neu. Ich mache erstmal diese Seite hier. So. Und dann ziehe ich das Ganze hier nochmal vor. Bis hier ran. Sehr schön. Und ja, dann würde ich fast sagen, naja, wollen wir das wirklich direkt alles neu bauen? Das geht ja eigentlich noch. Ich würde nur hier vielleicht bis zu diesem Bogen das Ganze neu machen. Ja, so denke ich, sind wir da ganz gut aufgestellt. Ich muss es nur einigermaßen peilen. Na, was ruppelt denn jetzt hier so? Hallo? Warum rastet das hier ein? Liegt da noch... Habe ich da irgendwo ein Stück Gleis? Ach, schaut mal her. Hier liegt noch ein Stück Gleis. Weg damit. So. Ich hoffe, dass das jetzt einigermaßen gut aussieht. Ja, sehr schön. Sehr schön. Perfekt. Und das Ganze jetzt natürlich hier mit dem oberen verbunden. Da lief ein Autosave. Na, ich würde fast sogar das etwas weiter fassen und hier nochmal ein Stück von diesem Gleis wegnehmen. Denn das hier soll perspektivisch ohnehin, na gut, das könnten wir jetzt vielleicht sogar umsetzen. Ich nehme das weg, weil das hier soll nämlich Betonschwellengleise werden. Das ist weiter vorne schon umgesetzt. Ach, schaut her, und hier haben wir ohnehin schon normale Gleise verwendet. Dann führen wir das doch hier direkt fort. So. Ich würde das hier aber erstmal noch ohne Strom lassen. Ja, wie weit können wir das Spiel hier treiben? Bis hier. Schöner Bogen. Ja. Sehr gut. Und wir müssen ja hier rauf. Das heißt, das muss hier einen Gegenbogen fahren gleich. Das heißt, ich würde das erstmal nur bis hierher ziehen. Ja, und da müssten wir schon sehr steil ums Eck. Dann lasst uns doch hier die Gerade auch wegnehmen, dann machen wir das gleich richtig. Bis hier vorne. Ah, hier hatten wir es tatsächlich auch schon.
auf Normalspur ausgebaut. Okay. Na? Na, ich würde das erstmal nur bis hier ziehen. Dann kennt ihr ja das Prinzip. Ich mache hier immer das Gleis weg. Und ich hoffe, dass ich jetzt... Nein, ich habe das Falsche erwischt. Okay. Und ich würde auch fast sagen, wir gehen nur bis hier. Na. Ist immer noch sehr steil. Muss ich da noch weiter zurück? Tja. Scheint so zu sein. Jetzt kriegen wir das mit 300 hin. Sobald ich das enger mache, geht's nicht mehr. Sehr seltsam. Ha. Gut, so geht's. So, ich verlängere das vollends durch. Ja. Und jetzt müssen wir hier das Ganze nochmal wegnehmen. Und das muss jetzt hier irgendwie angepasst werden. Boah. Na gut. Da dann jetzt wirklich so einen dichten Schlenker dran zu setzen, geht das noch irgendwie eleganter. Ich würde hier auf jeden Fall auf das 250er Gleis gehen. Boah. Das ist irgendwie hier alles unschön. Also mir gefällt das alles hier, diese Neukonstruktion, nicht so sehr. ...250 würden hier gehen, außer hier oben, direkt in der Kurve. Wenn ich das mehrfach in mehreren Schritten baue... Ach, da habe ich wieder irgendwas... Ah, Leute, da ist wieder... Jetzt. Sehr schön, da habe ich wieder was vergessen. So. Nicht das hier... Na, das könnte doch klappen. Mit 250. So, wir müssen das Autosave leider abwarten. Na, und hier kommen wir jetzt nur noch auf... Na, wir gehen hier auf... 180er... oder auf ein 160er Gleis sogar. Betonschwelle. Ja. So, jetzt wird hier ein Schuh draus. Ich muss jetzt nur natürlich hier die richtigen Gleise kopieren. 250 bis hier. Ja. Sehr gut, und ab hier ein 160er. Sehr schön. So, und jetzt müssen wir hier natürlich Möglichkeiten finden. Das ist ja hier alles nicht mehr fahrfreundlich. Wir könnten natürlich einfach diese Dinger hier in Kreuzungsweichen umsetzen. Das halte ich allerdings bei den Geschwindigkeiten hier für ein wenig unrealistisch. Tja.
Ich setze ein... Na, was machen wir hier? So schnell kann man da eh nicht abbiegen. Ein 140er. Ich muss das weitgehend vorher setzen. Na, das würde gehen. Geht aber hier nur mit 120 Betonschwelle. Nicht ÖBB, wir wollen ein normales. Na, das fängt hier wieder so ein bisschen an zu klippen. Bringen wir das noch schöner? Leider nein. Sehr schade, aber besser werden wir es hier nicht hinbekommen. Weichen natürlich in dieselben Stellen setzen, dass das einigermaßen symmetrisch aussieht. Ja. Sehr schön. Jetzt kommt man zumindest von hier auf den oberen Bogen. Und jetzt brauchen wir noch eine Verbindung von da nach da. Das kriegen wir hier nach demselben Prinzip hin. Na, ich würde sogar... Na, es ist überall auf 120. Wir gehen mal so. Na, Krümmung zu groß. Ja, irgendwie... Treffe ich da nicht richtig? So, jetzt rastet es ein. Sehr schön. Schaut euch dieses wunderprächtige Wunderwerk der Technik an. Das ist doch eine schöne Weiche. So, und der Chat wütet hier, weil ich ihnen nicht zuhöre. Ja, Linienprobleme, die sind mir bekannt. Die Linienprobleme sind mir bekannt. Das liegt daran, dass hier die Gleise nicht mehr richtig verbunden sind. Das liegt hier an den ganzen Umbauarbeiten. Genau, folgende Probleme, weil wir haben hier das komplette Vorfeld abgerissen. Kein Wunder, dass das nicht klappt. So, wir nehmen hier natürlich jetzt wieder einfache Holzschwellengleise. Ich würde hier auf 80 gehen. Na, oder sogar auf 60, das ist ja hier irgendwie Bahnhof. Und ich würde hier sogar eine Kreuzungsmöglichkeit vorsehen. Bisschen weitläufiger. Na, hahaha, halt, wir dürfen eine Sache nicht vergessen. Es fehlt ja nach wie vor noch die Möglichkeit, von diesem Gleis zu diesem Bahnhof zu kommen. Ja, das können wir aber jetzt anders lösen. Da brauchen wir hier diesen komischen Bogen nicht mehr. Wir können das ja hier von dem Gleis abzwacken und dann darüber laufen lassen. Dann können wir uns hier mit dem Vorfeld ein bisschen schöner austoben. Ich würde das dann hier entsprechend länger ziehen. Na, das ist dem zu lange. Gut, dann doch so rum. Das hier auf 60 gebracht, ja. Das hier so angeschlossen. Und, na, ich vermute mal, das dürfte zu eng werden, ja. Aber wir können ja von hier direkt anschließend nochmal so eine... Gegenweiche setzen. Ja, warum eigentlich nicht? Das sieht doch ganz brauchbar aus. Hier müssen wir natürlich eine Kreuzungsweiche vorsehen und somit müssen wir jetzt von dem Gleis darüber kommen, von dem Gleis darüber, ja. Und von hier kommen wir auch durch. Sehr schön. Das hier unten müssen wir gleich noch anschließen. Hier auch die Gleise entsprechend ersetzen. Ja. Und ansonsten kommen wir jetzt durch.
Ich hätte gesagt, zum Abschluss dieser Folge setzen wir hier noch Signale. Und wo sind denn jetzt die ganzen Sondersignale hin? Wir hatten doch hier mehr, oder sind die schon wieder aus der Mode gekommen? Nun gut, wir setzen einmal das... Oder habe ich hier irgendeinen Filter an? Nö, komisch. Dann nehmen wir einmal das Ein-Ausfahrsignal hieran. Ein Ausfahrsignal hieran und ein Ausfahrsignal nach da. Die stehen hoffentlich auch alle schön in einer Linie. Ja, perfekt. So. Dann brauchen wir hier eines. Hier vor der Weiche. Das hier ist ja alles eingleisig. Da. Da. So, viele Signale brauchen wir hier. So, 4 Stück für den einfahrenden Verkehr. Sehr schön. Da oben gibt es schon einen Block. Hier haben wir quasi auch den Block. Hier würde ich jetzt... Naja, hier fehlt auch noch eines. Ja, gut aufgepasst. Sehr schön. Hier würde ich jetzt irgendwo ein Blocksignal vorsehen. Dazu müssen wir allerdings noch die Landstraße hier wieder reparieren. Ja. Und da würde ich fast aus Rücksichtnahme auf die Schnellfahrstrecke und da die ja hier eh in so einer leichten Senke verläuft, vorsehen, ob wir hier... Ne? So, ich habe den Bogen nicht an. Ob wir hier nicht lieber... Naja, wobei... Nee, das sieht schon komisch aus. Na, aber so will es nicht so ganz. Dann muss ich hier vielleicht noch eine Segmentation wegnehmen. Sieht besser aus. Und das Ganze hier leicht anheben. Ja. Boah, dann machen wir das noch ein bisschen großzügiger. Sonst sieht das hier alles ein bisschen seltsam aus. Na. Na, jetzt sieht es ja noch schlimmer aus. Das ist ja gar nichts hier. Dann lasst mich das mal bis hier vorne. Stopp. Wir ziehen das hier ebenerdig. So wäre es gerade. Okay. Dann schütten wir bis hier ungefähr den Damm. So, und ab hier, es läuft ein Autosave, deswegen geht es gerade nicht. So, und ab hier kommt dann jetzt die Brücke. Na? Was machen wir hier? Naja, das sieht ein bisschen übertrieben aus. Wir haben ja hier eine riesen Auswahl. Das ist vielleicht auch ein wenig. Übertrieben. Ja, warum eigentlich nicht? Ja, so eine Spannbetonbrücke. Und jetzt müssen wir hier einfach nur noch die Rampe nach unten setzen. Das würde ich jetzt allerdings schütten. Na, da geht es vielleicht ein bisschen steil den Berg hoch. Aber ich möchte hier auch nicht allzu weit noch abreißen. Ja, weil das wäre hier nämlich diese komplette Werkseinfahrt. Das fände ich ein wenig übertrieben. Also.
Wir schütten das. So. Sieht hier jetzt natürlich ein bisschen steil aus. Das liegt an dem Werksgelände, aber... ja. Das passt doch. Sehr gut. Wir haben es geschafft. Perfekt. Liebe Leute, die nächste Folge wird sich damit beschäftigen, dass wir hier noch diesen Anschluss wiederherstellen und dann können wir, glaube ich, den neuen Ölzug auch in Dienst bringen. Ich freue mich schon, wenn ihr wieder dabei seid. Vielen Dank fürs Zusehen an der heutigen Folge und bis dahin, euer von Blankenburg.